habe Lust auf einen eigenen Anhänger. Natürlich, man findet in der eigenen Umgebung immer wieder jemand, der einen Anhänger verleiht. Doch ein eigener ist halt immer noch am besten. Allerdings Anhänger gibt's beim Forstinger zig verschiedene. Große, kleine, welche mit Deckel und natürlich auch welche ohne. Dazu kommen noch technisch ausgeklügelte Varianten mit Hydraulik. Ja, kein Wunder, dass man bei dieser Auswahl schnell überfordert ist. Also Anhänger ist relativ schnell gekauft, aber es geht ja auch um einen Bedarf. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Wie kann der Forstinger dabei helfen? Im Wesentlichen durch gute Beratung. Man muss einmal schauen, was will der Kunde mit dem Anhänger tun? Will er seinen Grundschnitt auf den Bauhof bringen? Möchte er ein bisschen Baumaterial führen? Oder sagt er, ich will meine Fahrräder, meine E-Bikes, meinen Umzug machen? Ganz egal. Und die zweite Frage, privat der Einsatz oder gewerblich? Sobald mal klar ist, welchen Anhänger man eigentlich benötigt, ist ein Anhänger auch relativ schnell angeschafft. Jedoch vergisst man dabei leider oft auf das eigene Auto. Darf ich alles ziehen oder darf ich nicht alles ziehen in so einem Anhänger? Man muss als erstes einmal schauen, was darf das Auto, das der Kunde hat. Ja, da geht es Punkt 1 um die Stützlast und Punkt 2 um die maximale Anhängelast. Das ist die Basis. In weiterer Folge gibt es ihm dann gebremste und ungebremste Anhänger. Bei den gebremsten Anhängern mit höheren Nutzlasten muss man dann schauen, wie die Zugfahrzeug-Anhänger-Kombination in Summe zu bewerten ist. Da gibt es gesetzliche Grundlagen dafür. Bei schwereren Anhängern und höheren Nutzlasten muss man in vielen Fällen dann auch zum Führerschein B einen Führerschein der Klasse E zusätzlich haben, weil sonst darf man damit nicht fahren. Egal, ob man mit einem B-Führerschein auskommt oder ob man einen E-Führerschein sein eigen nennen kann. Ein Anhänger ist prinzipiell ein unkomplizierter Zeitgenosse. Jedoch gibt es für den Betrieb durchaus gesetzliche Rahmenbedingungen. Was muss ich denn dann machen damit? Muss ich damit so einen Pickerl, muss ich den anmelden? Wie geht's denn weiter? Alle Anhänger, die wir hier sehen, müssen zugelassen werden, kriegen ein Kennzeichen und müssen einmal im Jahr zur Pickerlüberprüfung. Zusätzlich sinnvoll regelmäßige Pflege, reinigen und ganz wichtig, regelmäßig den Reifendruck kontrollieren, weil gerade wenn man mit Last fährt, drückt das sehr stark auf die Reifen. Wenn alle Fragen geklärt sind und der Wunschanhänger gefunden ist, ja dann liegt einem fröhlichen Anhängereinsatz nichts mehr im Wege.